So, ich wollte euch jetzt mal meine Monoblinker-Schaltung zeigen, die ich ausgebaut, umgebaut und hier auf das Brett gebastelt habe. Ja, ich habe die ein bisschen umgebaut hier mit zwei Power-LEDs. Wir schalten das Ganze jetzt mal ein. Wenn ich jetzt den ersten Schalter hier betätige, leuchten die Power-LEDs extrem hell. Den zweiten Schalter aktiviere, blinken sie extrem hell. So. Wird nicht warm, das ist immer gut. Halten ungefähr 8 Volt aus, also man kann eine 9 Volt Blockbatterie anschließen. Dafür habe ich es auch umgebaut, sonst brauchen sie nämlich 12 Volt. Einfach einen Widerstand weggemacht. Jetzt können wir hier problemlos noch das anschließen. Und zwar habe ich hier jetzt mal ein Steckboard mit mehreren LEDs und die können wir jetzt mal auswählen hier mit diesen Dreieckchen. So, jetzt haben wir mal die LED. Ja, die Kamera erkennt das manchmal nicht ganz so gut. Auf jeden Fall blinkt die ganz doll. Und diese hier ist besonders hell, das sieht man hier auch. Das ist eine super helle blaue UV-LED. Die ist so stark, dass wenn man die jetzt voll aufdrehen würde, wenn man da jetzt reinguckt, dann hat man einen ganz kurzen weißen Punkt in der Mitte. Ungefähr 5 Sekunden. Und bei der ist das genauso. Also diese. Richtig, richtig hell. Also wir können nicht mehr als LEDs anschließen, also keine Lampen oder so. Dafür ist die Schaltung hat einfach nicht genug Power. Aber das ist mit, aber LEDs sind heutzutage schon genauso hell, sagen wir es mal so. Soll hier noch rumliegen, also man kann es so betreiben und so. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei der Passi Elektronik.